So, herzlichst willkommen. Der ist gerade nicht da. Wir sind wieder hier zum Hören, war mir irgendwie noch im Hirn geblieben. Ja, der ist immer noch... Lassen Sie ihn gehen. Ziemlich bekloppt. Der hat sicher auch nichts Neues. Mr. Holmes? Ja, alles klar. Ich will nur noch mal schauen. Ist grün. Ja, ist gut. Also da sind wir ja nun sicher, dass die dann dabei waren. Wir wissen jetzt, warum das da, die Zuckerstangen und so weiter. Genau, ich will nur mal gucken. Wir haben auch der. Wir hatten ja auch Dingsbums gefunden. Fowler war dabei. Jared. Wir hatten ja die Zigaretten gefunden, richtig? Und wir hatten ihn hier als den Verbindungsmann. Und der... Aber er hatte das Motiv. Oder ein Motiv. Ein Motiv. Gehen wir es zu. Zu. Dann dürfen wir jetzt hier nochmal verhören und dann geht's wahrscheinlich schon. Dann geht's wahrscheinlich schon ins Finale hier. Ich nehme den als ersten. Er interessiert mich mehr. Aber ich nehme ihn. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes und ich helfe der Polizei bei ihren Ermittlungen. Benjamin Fowler. Und ich wurde zu Unrecht verhaftet. Wirklich? Sie wurden nicht verhaftet, Mr. Fowler. Sie sind nur als Zeuge hier. Oh, aber ich habe nichts gesehen. Wirklich? Okay. Oh, der hat aber ganz schön viel Weiß im Auge hier. Okay. Oh. Kreuz, religiös, Max Schmuck. Lassen wir mal so stehen. Da war doch was. Hier. Und eine Tätowierung, alles klar. Religiös, Max Schmuck. Oh oh. Spielen in den Händen. Arbeiter. Ah ja, er hat sich das... Gelbe Fingernägel, Raucher, er ist krank. Faule. Moment. Süßigkeiten Maxe war ganz links. Faule. Wir hatten es eben gerade nochmal geguckt. Mein J. Ich glaube, das war der Raucher, ne? Nee, der hatte die Handschuhe. Und ich glaube, es waren doch die Kippen, die da waren. Ja, eigentlich müsste man es ja auch riechen, wenn der... okay. Ein Mitglied. Noch ein Ding fehlt uns. Das ist wahrscheinlich an den Schuhen eher unten. Religiös, spielen an den Händen. Das haben wir... Oh, der fährt aber hier rum. Halt hier. Geschehen ist beim Beinverletzung. Religiös. Hunde. Religiös oder er mag Schmuck. Er ist religiös, weil er sonst keinen trägt. Er hätte sonst irgendwas... Hätte ja dann mehr Schmuck, wenn er Schmuck mögen würde. Ah ja, und wir wissen ja aus dem Hintergrund, wenn er fauler ist, dann war es doch der Mittlere, ne? Und dann war der doch gerettet worden. Gott sei Dank. So, zwischen 40-50 Handarbeiter.
Ja, ich meine, wir wissen, was es bedeutet, aber ist okay. Er ist an den Reparaturarbeiten an der Statue Platz beteiligt, dass seine Gegenwart Uferzeit Beinverletzung erklärt, von einer Art Hundetätowierung, Zeichen Bandenmitglied, der zu verbergen versucht, gell, Fingernägel hin, dass er Raucher ist, religiöser Mensch. Oh, jetzt werden wir ihn konfrontieren, auf jeden Fall. Bekanntschaft des Opfers. Unfall. Können Sie mir vielleicht sagen, was Sie am Unfallort machten? Ich habe an der Statue dort gearbeitet, im Auftrag der Stadt. Wirklich. Ja, das würde ich auch nicht. Bekanntschaft des Opfers. Das würde ich auch nicht verneinen. Aber er hat auch die Handschuhe, richtig? Haben Sie mit Elektrizität zu tun? Ja, manchmal. Ich repariere elektrische Straßenlaternen, aber ich bin kein Fachmann. Das ist alles neu und kompliziert und gefährlich. Ich verstehe. Mr. Holmes, Sie sind ein großer Detektiv und Sie verstehen mich. Lassen Sie mich bitte gehen. Ich weiß nichts, wirklich. Wirklich, ja, ich weiß. Mr. Fowler, sagt Ihnen der Name Rusko vielleicht irgendetwas? Höre ich zum ersten Mal, wirklich. Hundetätowierung, ja. Stromkabel, handgezeichnete Karte, Verursacher, Hundetätowierung. Aber Ihre Tätowierung ist ähnlich. Sie sind in seiner Bande, oder? Er war's. Oh, nein. Das ist lange her, hatte ich schon vergessen. Wirklich, als junger Bursche räumte ich nur ein paar Taschen für ihn aus. Bin aber nicht stolz darauf. Meine ganze Familie, meine Eltern, Brüder, Hunde und Katzen waren gestorben. Anders hätte ich damals nicht überleben können. Meine Hunde und Katzen wären gestorben. Hammer. Okay. Okay. Wir haben von dem die Zigaretten gefunden, ne? Wir haben die Zigaretten gefunden. Also wir haben Elektrizität. Er macht ja, genau. Er war auch der Zigarettenmann. Alles klar, so. So, dann ist der praktisch der Fuzzi. Und ihn müssen wir konfrontieren, auf jeden Fall mit dem Tresording. Ja, der praktisch A, sowieso ein Motiv durch den Hass, aber B, wenn er Schulden hatte. War hier irgendwas zum Drücken? Was? Okay, so. Mal gucken. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Warum bin ich hier? Sie sind Zeuge eines Mordes. Klar doch. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Polizei einen Unschuldigen einsperrt, um einen Fall abzuschließen. Noch wird niemand eingesperrt. Noch. Ja, doch, war er doch eben. Ach je. Oh, der hat schon wieder eine verplättet bekommen. Aber okay, der hat. Oh, der ist ernsthaft krank, oder? Vor allem das Gesicht verängstigt. Also der hustet ja die ganze Zeit schon. Warum könnte der krank sein? Hat er sich da unten irgendwas eingefangen? In der Kanalisation? Ui, ja, da ist er. Symbol, Anarchie-Symbol, alles klar. Das war klar. Oh, hier, kleine. Verschlissene Kleidung erst. Ja. Verschlissene Kleidung. So, jetzt hier, was ist das? Staub. Ui. Schwarzer Auswurf. Ach du Heiliger. Dann ist es auch klar, warum er so eine. Ui. Ja, nee, warum er ja. Hustet und ins Arbeit erlenkt, Haushaltsunfall. So, das ist schon alles. Na gut, er kann halt durch einen Hustanfall oder so schnell auch mal abgelenkt gewesen sein. Was haben wir hier noch? Nichts. Also wir haben ja eigentlich schon die Liste voll. Ich frage mich nur, wie wir hier. Ach, das war das mit dem Auswurf. Jetzt kommt man hier so lang. Okay. Hui. Okay, da war ich aber ziemlich sicher, dass das auch passend ist. Alter, wir haben den letzten erfolgreich. Mann, da bleibt nur dieses ehrenrührige Doofi.
Mann, Alter, wir haben nur wegen einem. Oh Mann. So, ja, okay. So, Garrett ist ein aggressiver Mann, der ein Anarchiesymbol trägt. Er hat Aversion gegen die Polizei und höchstwahrscheinlich gegen alle anderen Arten von Autorität. Ganz offensichtlich ist er arm, da seine Kleidung alt und zerschlissen ist. Mr. Giant hustet schwarzen Auswurf, was ein Symptom für eine Staffelung ist. Garrett ist krank, eine erkennbare Verbrennung. Also wenn es ist, dadurch schließen, dass er auf Arbeit der Elektrizität zu tun hat. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Okay, Staplunge. Genau, das Stromkabel, Gegenstand zum. Das müssen wir ihn fragen. Faul hat Hundetätowierung. Beute wurde in Fässer gesteckt, ins Meer geworfen. Giftige Idee, Polizei über Listen bearbeitet, dann kann ich einfach einzusammeln. So, Raske, seine Bande raubt eine Bank aus, in den Tresoren brachten, wussten wir, ne? Ausrüstung, Material schmolzen sie die Wand mit reichlich Ausrüstung und Material schmolzen sie die Wand des Tresors auf, brachen Schließfächer auf. Ich sollte mal wieder ordentlich lesen, ich bin ein bisschen faul. Ich bin müder als, also ich habe relativ früh heute angefangen, aber bin müder eigentlich als sonst. Raske ist kein besonders bedeutender Krimineller. Es erscheint offensichtlich, dass ihm jemand beim Einbruch geholfen hat, ja. Oh, da müssen wir nochmal hin, oder was? Da war, glaube ich, das Doppelsymbol. So, Termit. Ach, das wurde benutzt, um das Eisenoxidpulver, Aluminiumpulver, Magnesiumscheibung gefunden. Dienstschaden lässt sich Termit herstellen, was für gewöhnlich Eisenbahnschweißarbeiten eingesetzt wird. Und eventuell hat er sich da auch verdingsbumst. Handgezeichnete Geofasienkarte aus der Kanalisation. Okay. Gut, na dann. Ist Ihnen während des Unfalls oder danach etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, ich habe gesehen, wie ein Teil Ihres Bürgertums in Flammen aufging. Großartig! Warum blieben Sie auf dem Platz und liefen nicht fort? Wie die anderen Schafe? Es gab verletzte Kameraden, Arbeiter. Ich wollte Ihnen helfen. Ihr Husten klingt nicht gut. Sind Sie krank? Nur eine Erkältung. Schwarze Ausrüstungskabel sie an. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Sie husten schwarzen Auswurf. Ah, gut beobachtet. Ich habe so viel Kohlenstaub in den Lungen, dass ich halb London heizen könnte. Sie waren Bergarbeiter? Seit ich 13 war, ja. Im Bergwerk von Newcastle. 15 Jahre in der Hölle. War eine schlimme Zeit. Aber jetzt ist es vorbei. Ich will nicht dort unten sterben wie mein Vater und meine Brüder. Nur damit die Reichen noch reicher werden. Kennen Sie sich mit Elektrizität aus? Wie kommen Sie darauf? Können Sie Gedanken lesen? Ich habe unter Ihren Sachen ein Stromkabel gesehen. Nicht schlecht. Ja, ich bringe meinen Kameraden etwas Elektrik bei, da ich gerade arbeitslos bin. Ich bin Autodidakt. Wir sind nicht so dumm, wie Sie glauben mögen. Und ich will eh keine Sklavenarbeit mehr. Das ist ein Fehler, wirklich. Ich habe nichts getan. Ja. Gut, dann müssen wir nochmal ins Krankenhaus. Wir können sicherlich auch noch ein paar Punkte zusammenwirren jetzt. Aber das wird immer interessanter, wie dann hieraus die gesamte Story werden soll. Okay. Mal gucken, ob andere Personen hier sind. Okay, mal gucken, ob wir aus dem jetzt noch was rausholen können. Wir haben wohl alles besprochen. Ich muss mich jetzt um meine Meryl kümmern. Okay. Gut. Ach, schade, da können wir gar nicht nochmal nach Hause. Kanalisation. Ja. Wir gehen dann mal zur Scotland Yard zurück. Wir brauchen ein bisschen Ruhe.
Dann gehen wir mal die Asservatenkammer, würde ich sagen. Da ist es wieder so laut. Wir müssen einfach gucken. So. Wir müssen jetzt einfach gucken, die ganzen kleinen Einbruch. So, was haben wir da? Ah, sehr schön. Bandentätowierung. Mr. Fowler, Arbeit. Mr. Jared, Nebenjob. Elektriker, Einbruch in der Bank. Professor wurde ausgebaut, Kanalisation ausgebaut. Einbruch in der Bank, Bandentätowierung. So. Ausgebaut, etwas. Was kann man zu tun? Tätowieren. Versucht sie zu entfernen. Die Frau war früher Mitglied. Also, das gehört mittlerweile Vergangenheit an. Kriminelle Menschen von erinnert sich nie seine Arbeit, wie statt könnte. Tarnung. Wir haben die Zigaretten gefunden. So, Mr. Fowler's Arbeit. Einfach in der Bank Elektriker, Mr. Jared, Nebenjob. Jared lehrt Grundlagen Elektrizität, wird er keine Vollbeschäftigung finden. Weil er keine Vollbeschäftigung finden kann. Fowler repariert manchmal elektrische Straßenlaternen. Wenn ist eine Underground-Elektrik eingestellt, könnte deshalb Kanalisation von London aus kennen. So. Er kennt sowieso wirklich Kanalisationen aus. Oder Einbruch stattgefunden hat. Ist kein Verbrecher, er hat eine Tochter, die er sehr liebt, aber er ist schwer krank. Vater braucht, wird Risiko nicht eingehend sich verdienen. Er hat aber, genau. Muss dringend in medizinische Behandlung. Da hat er sich an die Asko-Bande gewandt. So, das ist jetzt alles gegensätzlich. Batches. Batches Familie. Kennt er nicht aus? Wäre durchaus lang gewesen, von Ort aus Richards Gott mit Pierre auszulösen. Jared, Nebenjob Elektrizität, Fowler Arbeit. Einbruch in der Bank. Die Bank England wurde von Rasko-Bande über Kanalisation ausgeraubt. Stromschlag. Rasko stand im Stromschlag. Elektrische Falle für die Wartungskultur wurde von einem Profi konzipiert. Thomas Judge hat keine ausreichenden Kenntnisse dafür. Hat er gesagt, er ist Autodidakt. Könnte ausreichend Kenntnisse besitzen für eine. So. Naja, wir wissen ja, wo das wieder hinläuft. Und so konkurrierende Dinge. Okay, Mr. Fowler, Stromschlag. Rasko-Bande starrt an einem Stromschlag in der Wartungskutsche. Er berät manchmal elektrische Straßenlaternen. Wo ist jetzt das Bild? Ja, hier oben. Michael Fowler hat seine Arbeit gelegentlich mit Elektrizität zu tun, aber ist kein Fachmann. Das ist zu bezweifeln, dass er ausreichend Kenntnisse besitzt. Falle wie Ordnung zu konzipieren. Diese Fülle hat ausreichend Kenntnisse, um elektrische Straßenleitung zu reparieren. Da wäre in der Lage, eine Falle wie die für die Ordnungskutsche zu konzipieren. Also man kann schon ändern. Verbrecher werden ja nicht unbedingt als Verbrecher geboren, nicht? So, Einbruch in der Stadt. Also Verbrecher werden sozialisiert, das ist ja nur mehr oder weniger klar. Die Bank von England. Wobei es, ja, es gibt genetische Prädisposition.
also Prädestinierung für bestimmte Merkmale, aber nicht für Verbrecher sein an sich. Das ist ein sehr kompliziertes Zusammenspiel von Faktoren und eben nicht durch reine Genetik bedingt. Die Bank von England wurde von der Rescue-Organisation. Ja, wir haben nur noch eins. So, jemand wusste über den Einbruch in der Bank Bescheid. Macht es fertig, die Rascone gleich danach umzubringen. So. Sie haben alle. Okay, das habe ich befürchtet. Gut, dann setzen wir die mal unschuldig. So, genau. Dann ist nämlich Fowler der Mörder. Das Ding eben ist, bei ihm finde ich kein Argument, was dagegen spricht direkt. So, gefährliche Verbrecher, nicht zufällig durch die Bank einzubrechen. Gehört das Gefängnis, bin ich auf Wahrheit gehofft, den Verbrechen abzuschwören. Nicht bewerkstelligen, solange Rasko noch lebt. Konnte ich es aber nicht bewerkstelligen, solange Rasko noch lebte. Er wollte nur noch den letzten Einbruch wagen, sollte freigelassen. Er sollte freigelassen werden. Ah. Bevor Fowler sein Mitglied der Rasko-Bande hat seinen Komplizen beim Einbruch in die Bank geholfen und sie dann umgebracht, damit die gesamte Beute behalten konnte. Okay, jetzt bauen wir das mal zurück. Also ist jetzt auch nicht komplizierter als die vorherigen Sachen. Es sind halt drei Verdächtige, aber die Quantität, also die Zahlen sagen es ja nicht alleine, ja, das was kompliziert ist. Reginald Butcher hat seinen Komplizen von der Rascobande beim Einbruch in die Bank geholfen und sie danach wegen des Geldes umgebracht. Das ist ein gefährlicher Verbrecher, der nicht in die Bank eingebrochen ist, sondern auch seine Komplizen ermordet hat und es eingesperrt hat. Er wird jetzt tot und krank, das heißt, gezwungen, in der Bank einzubrechen, um das Geld für die Behandlung zu bekommen. Er verdient genau, damit er sich retten kann. Das ist ja interessant. Das heißt, wenn du jemanden umbringst, wäre hier die Erklärung, du hast jemanden, den du versorgen kannst, verdienst du Gnade. Naja, okay. Gut. Entspricht Thomas Gerald hat sich mit Rascobande zusammengetan, um sich Bank von England zu rächen. So. Jetzt ist kein Verbrecher. Das funktioniert ja nur, das schließt sich ja aus. Es wäre noch komplizierter, wenn man hier sozusagen jetzt Interaktionen einfach auch hätte. Ne? Dass jetzt zwei meinetwegen zuständig schuldig sind. Naja, gut. Ich bin auch mal gespannt, was dann passiert. Also ich habe schon ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor dem Abschluss des Ganzen. So, war Einbruchbank von England beteiligt? Er hat danach seine Komplizen umgebracht. Gefährlicher Anarchist, Gobelos seine Komplizen umgebracht. Dabei zahlen unbeteiligt Gefährder, der verdient harte Bestrafung. Der hat Gerald Rascoe Gang geholfen, weil er genug die Bank von England eben ruiniert hat. Er ließ sich ungestraft davon zocken, die Falle verdient eine zweite Chance. Ist interessant. Also, ich würde mal gerne gucken. Es sind ja keine, wenn man den jetzt zum Beispiel unschuldig setzt und den jetzt unschuldig setzt, schuldig setzt, dann hast du ja trotzdem keine. Ich habe seine Arme gelingt und elektrisiert zu tun, bin ich auf Ausrede, kenne das elektrische Straßenlaternen. Butcher's Father, Richard Butcher kennt sich zwar in Elektrizität aus. Ja, das, das macht es auch nicht anders. Keine Erkenntnisse dafür.
Wir haben hier nicht so viele Alternativen, ne? Fowler. Ich will nur eine Alternative schaffen, bei der jetzt... Gottes Gott, schon keine ausreichenden Kenntnisse dafür. Jetzt die beiden. So, der ist jetzt schuldig, sagen wir mal. Der ist nicht schuldig. Okay, also es schließt sich aus. Also ich suche jetzt nach einer Möglichkeit der Verbindung, dass man bei einem durch so ein Zusatz-Item hier schuldig auf unschuldig verfahren lässt und dass dann zwei in Kombination schuldig sind. Aber das ist, glaube ich, einfach zu weit weg. Das Spiel ist relativ einfach gebaut. Das will... Das ist in eine Bank einzubrechen. Zum Chaos und Zerstörung. So, Batsches Falle. Was ist das, wenn wir das jetzt wegnehmen? Dann geht das nicht, ne? So. Okay. Gut. Okay. So. Ja, das passt schon. Jetzt. Also ich sehe jetzt hier, also das wäre, glaube ich, wirklich nochmal, diese Interaktion rauszukriegen, wäre nochmal nochmal ein Ticken schwieriger gewesen. Keine Gnade. Was spricht dafür? Der hat es versucht, kam aber nicht los, was das Motiv ist. Er ist schon das Geld, ne? Er hat halt die Möglichkeit von der Stadt gehabt, das war ein ausgezeichneter Host und er hatte die Kenntnisse. Was ein bisschen komisch ist, es passt dann mit der Kutsche nicht, ne? Doch, die wurde gestohlen, hat der Underground-Mitarbeiter gesagt. Also die haben die einfach gestohlen. Und das Entscheidende für mich, was hier gar nicht jetzt hier zur... Also... Warum? Wir haben Zigaretten gefunden. Ja? Warum ist das nicht als Indiz aufgetaucht? Muss ich wirklich sagen, das ist schlampig. Also da wäre, das wäre nicht an wirklich Sherlock Holmes. Das wäre nicht an Sherlock Holmes vorbeigegangen. Mr. Fowler, Sie haben mit Roscoe die Bank ausgeraubt und ihn danach wegen des Geldes getötet. Hiermit sind Sie festgenommen. Was? Stimmt nicht. Ich habe niemanden getötet. Wirklich nicht. So, na, da bin ich einmal gespannt. Ja, die sehen es auch so. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, oder vermute mal, dass grün heißt, wir haben es so, wie es gedacht ist, ausgefunden. Das hatte ich bei dem einen leider nicht gewusst. Ich glaube, das eine war rot und hat nicht gestimmt. Bin nicht sicher. Aber ich glaube, wir haben einen Fall nicht im Sinne gelöst von dem, wie es gedacht war. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich bin echt sowas von gespannt. Krass. Ja. Daran wird sich auch in Zukunft nichts mehr ändern. Verdient es, für seinen Teil ins Gefängnis zu gehen. Daran kann sich was ändern, wenn man sein Umfeld ändert. Ich finde das auch die Botschaft hier, finde ich, bescheuert. Also ich muss sagen, das ist so abstempeln. So sehe ich sie auf keinen Fall. Aber in dem jetzigen Setting, wenn das nicht verändert, vergiss es einfach. Und so abstempeln, ich bin unsicher, ob das Sherlock Holmes machen würde. Naja, anyway. Gerade dabei abzuschließen, wir werden später gelöscht. Können Sie moralische Entscheidungen fällen? Ja, ne? Dann beginnt ein neues Kapitel. Oh Gott, ich habe jetzt Schiss, ehrlich gesagt. Na ja, gut, machen wir los, oder? Ich hab's gewusst.
Ja. Anyway. Ich hätte mir mehr Rückmeldung gewünscht. So. Ich überlege gerade was. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt unterwegs waren. Ich würde mal hier einen Cut setzen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin nicht ganz klar, wie lange wir gespielt haben, aber es war schon eine Weile. Ja. Erstmal vielen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.